lieben Freunde, sind wir im Zug auf dem Weg zu neuen Abenteuern. Und zwar geht es heute aufs Acherontic Arts Festival nach Oberhausen. Ihr Counter läuft auch schon, Nummer 1. Eine ziemlich spontane Aktion gewesen. Wir haben ja heute schon Samstag, das heißt, gestern war schon eine Menge los da. Aber der gute Major Miggetfeeder hat mich überredet, heute dann doch noch mitzukommen, nachdem ich gestern nicht konnte. Aufgrund von Arbeit habe ich mir gedacht, dann gucke ich mir wenigstens den zweiten Tag an. Und was wir da so erleben, das werdet ihr dann ja wahrscheinlich in den folgenden Minuten auch dann selber sehen. Jetzt treffen wir uns erstmal mit Major und dann geht's ab weiter nach Oberhausen. Bis gleich. Weiter geht's. Hier schöner Stopp, weil irgendwas mit dem Zug ist, müssen wir umsteigen. Das ist ja auch ein schöner Tag, aber das hilft. Kann man hier schon mal den Bier-Counter weiter erhöhen. Wisst ihr, wer noch hier ist? Der Manuel Andrack meines Kanals, der Manuel Andrack des Death Metal. Hier ist der Major Megafeeder, der ist jetzt auch wer da. Wer zur Hölle ist Manuel Andrack? Kennst du die Schmidt-Show noch? Die Schmidt-Show? Nee, ich bin viel zu Harald Schmidt-Show. Ach, klaro. Ja, und da war er der Sidekick. Manuel Andrack, den mal gesehen. Dann bin ich aber lieber der Robin von Batman oder sowas. Ja, oder so. Cheers, ihr Wichser. Ja, cheers. Sitze ich immer noch in der Bahn. Ich bin so froh, dass ich mir auf jeden Fall mal ein paar mehr Biers mitgenommen habe. Deswegen immer wieder Ping. Ich meine, es ist jetzt Nummer 3. Ja, richtig, Nummer 3. Das gute Tüskier. Und der, was trinkt der Major? Brinkhoffs. Oh. Brinkhoffs. Ja, nice. Immer noch auf dem Weg nach Oberhausen. Es ist schön sommerlich warm. Riecht auch so. Ja, noch nicht. Noch. Achso, da bin ich Leo nicht versagt. Also es geht noch ganz gut. Ja, was erwartet? Acherontic Arts Festival. Wieder mit Sulfur Aeon. Ja, mal wieder, hallo Martin, mal wieder Sulfur Aeon. Urfaust. Urfaust! Und den Rest kenne ich eigentlich gar nicht. Ach, wichtig. Heute Abend spielen unter anderem Antlers aus Deutschland auch. Sinmara spielen ebenfalls. Was wir leider verpasst haben, sind die großartigen Ra'aldi Experience. Aber hört sie euch einfach mal alle an. Großartige Bands. Ja, ich verlinke heute so und so alle Bands unten wieder in der Beschreibung. Ihr kennt das Spiel. Beschreibung klicken, Kanal abonnieren, Glocke und den ganzen Scheiß. Und jetzt weiter Bier trinken. Ne? Tschüss. So, jetzt sind wir endlich angekommen nach dieser Odyssee durch alle möglichen Städte des Ruhrpotts. Und jetzt sehe ich hier auf der Toilette, weil ich echt mal ganz dringend muss. Aber die brauchen hier Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, welche Band da jetzt spielt, aber die finde ich gar nicht so schlecht. Also es klingt wie etwas, was ich mir zulegen würde. So, jetzt erstmal schön Obama ins Weiße Haus gebracht, ihr Fotzen. Weiter geht's und hier haben wir auch einen nicen Dude, der jetzt auch was sagt. Hallo! Hallo! Ich habe Bierdurst und bin vorhin erst angekommen. Und die Bands sind großartig. Ja, großartig! Jetzt hier gerade Ghoul gespielt. Ja. Sofort das Vinyl gekauft. Richtig, richtig nochmal geile Band. Also kann ich empfehlen, aber packe ich ja eh alles in die Links rein. Ja, bitte? Wie hießen die beiden, also die zwei, die da vorgezockt haben? Die fand ich auch echt. Ja, da war ich noch nicht da. Warte. Concatenatus. Genau, also Concatenatus, super geile Band übrigens. Eine Zweiergruppe, die halt einfach die Bühne abgerissen haben. Und du denkst, da stehen fünf Leute da. And here's a guy who wants to buy the Ghoul, right? I already bought it. On LP, CD? No, just the shirt. T-shirt, yes. That's well, enough for the first time. Yeah, the guys are cool. I need, really nice band. Also wenn ihr hier Geld habt, ihr werdet arm, weil es so viele geile Bands mit so vielen geilen Veröffentlichungen gibt. Hier, allein wenn man sich diese Merch-Area anguckt, also da kann man gut mal so 500 Euro lassen, wenn man denn das Geld hat. Habe ich ja leider nicht. So, und hier haben wir auch noch jemanden, der was sagen möchte.
Nicht Sie. Ach, die wollen alle nichts sagen. Warum stellen Sie sich denn immer so an? Ich bin doch ganz lieb. Hier sind wir im Raucherbereich vom Acherontic Arts Festival und da geht man dann halt rum und wen trifft man da? Man wird es kaum glauben, die Prominenz gibt sich hier die Klinke in der Hand. Hier ist zum Beispiel, der ist gerade im Gespräch, deswegen will ich den nicht stören, aber wir schwenken jetzt trotzdem um. Hier ist the one and only Vasili vom Unholy Metal Mayhem. Hallo. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus einem meiner anderen Videos. Andere Videos? Ja. Ich glaube, du warst in Teil 9 oder so dabei. Stimmt. Ja. Teil 11. Nee, 11 ist Erfurt gewesen. Ach so, dann doch 9. Painferno. Stimmt. Ja. Stimmt. Wir haben uns unterhalten, welche Bands du gerne dahin holen wollen würdest. Ja, okay. Brauchen wir eine Zeitmaschine? Ich hole dir alles. Ja, das hatten wir ja schon. So, und hier ist eine wunderbare, bezaubernde Freundin, Nicole. Stefanie! Oh, jetzt was ich verschaffen. Ich würde das jetzt, wenn ich jetzt ein Hurensohn würde, würde ich das rausschneiden. Mache ich aber nicht, weil ich bin ja total true und real. Deswegen kann man auch mal Versprecher drin lassen. Nein, Steffi. Ändert aber nichts daran, dass sie trotzdem eine nice Person ist. Hier ist sie nochmal. Hallo Stefanie. Hallo Vasili. Und hallo Major. Ja genau, immer schön Haltung annehmen. Ja. Und da hinten sehen wir, da gehen wir jetzt nochmal hin, da hinten sehen wir jemanden, der auf einem Gig war, vom Kadaverficker-Gig in Ostende. Da hat er uns wirklich gesehen und letztens noch in Ostende, jetzt schon in Oberhausen auf dem Acherontic Arts Festival. Hier ist auch eine lebende Bierlegende. Ja. Da können wir mal Cheers sagen, ne? Also der Mann, der weiß, wie die Kartoffel geschält wird. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch mal ein paar O-Töne kriegen von den Leuten, die hier so sind. Wir halten denen jetzt einfach mal das Mikro in die Fresse. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die gucken schon so rüber, Die wollen bestimmt auf dem Video sein. So, hallo. Wie findet ihr das Acherontic Art Festival bis jetzt so? Kann man kurz und knapp sagen, gut wie immer. Gut wie immer? Ja. Richtig, da hat er recht. Besser wie letztes Jahr. Sehr gut, auf jeden Fall. Ja, Van Records, da kann ich euch mal sagen, ja, Krugi, hast du auch alles richtig gemacht mit der Bandauswahl. Hier sind nice Leute, so. Und der Sven, ja, den Sven muss man auch mal erwähnen. Ne? Wir gucken mal, ob wir noch weitere O-Töne kriegen hier. Zum Beispiel hier. Acherontic Arts Festival. Schon Bands gesehen, die du gut fandest so? Ja. Welche? Bruns of Weberas gestern. Oh ja. War gut? Ja, immer gut. War gut. Sehr gut, sehr gut. So, und bei dir, ja? Soll verlieren gesehen, also kommt gleich noch, da freuen wir noch tierisch drauf, natürlich auch Urfaust. Bruns of Weberas gestern gesehen, Dreads of Rain gesehen, alles gut. Bei dir? Auch alles super. Jetzt haben wir hier auch, die Prominenz versammelt sich hier wirklich. Hier haben wir zum Beispiel den Alex von Painferno. Das ist richtig nochmal geiler Black Metal. Danke, danke. Ja, wie gefällt es dir so? Ja, ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Mit dem Proben ist es im Moment ein bisschen schwierig, aber mal abgesehen davon immer noch super. Ja. Und das Festival hier, kann ich auch nur sagen, wer Van Records kennt und die Bands davon mag, immer gerne hinkommen. Auch wenn nicht unbedingt immer jede Band was für einen ist, aber trotzdem super Festival. Hallo liebe Leute, heute sind wir beim Acherontic Arts, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, und fickt euch, wir hören heute Black Metal. Ja, hier, du kannst auch was sagen. Ne? Prost. T-Shirt von Endlers. Wie die Fühler. Ja, großartige Band, die kommen heute Abend noch. Und hier sind wir, kennt ihr Indiana Jones? Hier irgendwo in irgendeinem dieser Schließfächer ist die Bundeslade versteckt. Wir müssen nur finden, wo. Vielleicht, wo? Keine Zufälle, nur Beweise.
Ach so, hab ich hier schon eigentlich. Ach ja. Wir müssen nochmal Ping machen hier. Ping! Ping, 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 ping. Hier ist der Schlüssel zur Bundeslade. Oh, ich habe sehr viel Geld. Von wem bist du? Bin, ping. Ich bin von mir selber. Immer hier schön. Oh, lecker, lecker, lecker. Mm. Sein Kollege auch hier. Ja. Der Arschgelenk hier. Der Ping. Oh, oh, au, 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 au. Doppelping. Oh, hier. Doppelping mit Brudi. Wenn ihr so, ja, kann man gar nicht beschreiben, so Black Metal angehauchten Doom irgendwas mögt, dann ist das auf jeden Fall eure Band Endless. Wird aber auch alles eingeblendet, alles in den Beschreibungen, könnt ihr euch jede einzelne Band schon mal unten anklicken und die auch supporten, ihr Fotzen. Hier, hat er sogar auf seine Kutte, hier ist der ja, Markus. Hallo Markus! Hallo! Da draußen! Wir spielen gar nicht heute Abend hier. Ich weiß leider. Ja. Aber wenn ich mir die Band so angucke, dann passt das auch nicht so wirklich. Das stimmt. Ja. Das passt so gar nicht. Aber trotzdem egal. Also die Bands sind geil, aber so jetzt sag mal was hier schön über das Acrontic Arts Festival. Was geht ab? Geilste für mich, doch schon Underground Festival. Das dritte Jahr jetzt in Folge und solange es das geben wird, werde ich hier hingehen. Allein um Warn Records zu unterstützen, die Bands zu unterstützen, weil geil. Es hat Urfaust gespielt, das war richtig nochmal geil, richtig schön, atmosphärisch und ja, beyond of this world, you wanna know, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das war richtig nochmal geil. Aber man kann hier keine Leute fragen, ob sie Stellungnahme beziehen wollen, weil die sind alle beyond. Die wollen nicht, dass man sie fragt. Die wollen nicht, dass man Videos von denen macht. Aber das kann ich auch irgendwo verstehen, weil so Black Metal, ne? Kult, Okkult, hier Bier, ne? Black Metal Okkult muss halt okkult bleiben und dann kann man nicht so was machen. 15 Grad. Sieht gut aus? Ja, du siehst super aus. Ich komme aus Berlin und ich bin der letzte hier, Schmutz. Wenn ihr Ladies, wenn ihr mal einen nicen Typen kennenlernen wollt, hier ein nicer Typ, der hat von rechts nach links tätowiert. Von rechts nach links, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Und der ist nicht so asozial wie diese ganz komischen linksversifften Arschlöcher. Doch, ich bin einer von den linksversifften Arschlöchern. Du bist einer von den linksversifften Arschlöchern. Du musst noch mit dazu. Nein. Der ist sogar Veganer. Aber irgendwie finde ich den trotzdem nice. Ich bin nicht ganz so linksversifft. Ich esse nur kein Fleisch und hasse euch. Ja. Das bin der Mann. Hass, Black Metal Hass ist gut. Black Metal gibt es nur in Israel. Und was sagt ihr zu Hass? Black Metal ist Krieg, ihr Fuchs. Außer in Israel. So. Wie fandest du das Festival bisher? Scheiße.
Scheiße. Und ich finde dich auch scheiße und geh bitte weg. Ja, wir merken schon irgendwie, die Leute wollen hier nicht so wirklich gefilmt werden, außer so geile asoziale Typen wie uns beide, ja. Und wir geben mal unseren Senf zum Besten. Ich sag mal, Acherontic Arts Festival ist recht geil. Richtig gut. Richtig nochmal geil. Ja. Prost. Prost. Mit Fans vom Acherontic Arts Festival. Ja. Yeah. Wie fandest du es heute? Ich fand es heute genauso geil wie gestern. Vielleicht noch besser. Es war super. Danke an Sven und Co. Es war ein wunderbares Festival. Gerne wieder. Van Records Leute dürfen wir nicht filmen, weil die möchten mysteriös bleiben. Die müssen mysteriös bleiben. Wie Akte X. Akte X. Dö, 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 dö. Diddle 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 diddle. Ja, fast so ähnlich. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine Frau, die möchte auch nicht gefilmt werden. Was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch scheiß Fotzen irgendwie? Ihr möchtet alle nicht gefilmt werden. Aber wie soll man euch denn supporten, wenn ihr alle nicht gefilmt werden wollt, ihr Fotzen? Wobei ich ja Van Records hier echt gut finde. Es ist ja nicht so, dass ich Van Records voll scheiße finde. Die sind ganz nice. Aber man kann halt nichts Gutes berichten, wenn die halt nicht gefilmt werden wollen, die Fotzen. Und die Frau da hinten, die könnt ihr jetzt nicht sehen. Die sehe ich, aber die seht ihr nicht. Die will auch nicht gefilmt werden. Was ist los mit euch Scheißfotzen? Ich weiß es nicht. Black Metal ist mysteriös. Leute, die Black Metal hören, sind mysteriös. Ist der Major Maggot wieder auch mysteriös? Ist der Major Maggot wieder mysteriös? Man weiß es nicht, man fragt es sich. An dieser Stelle sollte man Jonathan Frakes fragen. Manchmal passieren aber auch Dinge, denen die Begriffe wahr und gelogen nicht gerecht werden. Sie sind für uns Menschen einfach unvorstellbar. Aber wir sind hier im X-Faktor. Wir sind hier im X-Faktor-Studium. Und keiner weiß, was passieren. Wahr und was Fiktion ist. Ja, was ist wahr und was ist Fiktion? Und essen Pommes. Ist Bursum jemals passiert? Wir wissen es nicht. Oder war Mayhem vorher da? Wer war er da? Das Ei oder Mayhem? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man stellt sich diese Fragen und das Einzige, was man hat, ist die Musik. Und an dieser Stelle sollte man sich fragen, ist es wichtig zu wissen, woher diese Musik kommt oder ob man einfach diese Musik genießen sollte. Und mit dieser wirklich schwerwiegenden Frage, ich habe Schluck auf, tut mir leid, mit dieser wirklich schwerwiegenden Frage lassen wir euch jetzt alleine und deswegen könnt ihr jetzt den Kanal ausschalten.